So, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal, und zwar Crypto Mining Simulator. Ja, habe ich schon länger in der Liste, habe ich früher nie richtig gespielt, weil ich halt, wie wisst es ja, ich weiß nicht, ob es andere noch nicht wissen, ich kann nicht so gut Englisch, also eigentlich gar nicht. Also, ich kann nichts alles lesen, aber. Wir löschen mal unseren Spielstand, weil ich eben schon mal angefangen hatte, aber dann gemerkt habe, dass mein Aufnahmeprogramm zu hoch eingestellt war. So, viel besser. So, wir brauchen das hier, können wir auch einstellen. Siehst du, hier sehen wir auch, dass wir gerade nichts machen. Wo wir brauchen erstmal noch nichts, sonst können wir natürlich nichts machen. Dann gehen wir mal hier rein. Und hier sind haben wir schon mal Arbeitsspeicher: 2 GB RAM, CPU-Kühler. Hier haben wir, was haben wir denn hier für eine RX 488? Eine RTX? Was ist das für eine? Eine 3060. 3060, was haben wir hier für eine? 3080 Ti, gibt es auch keine 3090? Wir fangen mal, was ist das denn hier? Wie viel Geld haben wir überhaupt? 2500. Ja, holen wir uns einen so ein. Nehmen wir 6 GPUs. Dann holen wir uns erstmal alles, was wir dafür brauchen. Wir brauchen erstmal Arbeitsspeicher. 2 GB reichen. Wofür ist auch immer hier? Keine Ahnung. ASIC, hier sind ASIC-Miner. Die brauchen wir aber erstmal noch nicht. Wie kostet so einer? Macht 100. Nee, 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 nee. Wir fangen schon mit Grafikkarten an. Also was gucken. Wieso sagt er mir, meine Codierung wäre überlastet? Muss man nicht verstehen, aber egal. So, was nehmen wir denn hier? Nee. 550, 350. Fangen wir mit so was Billigem hier an. Netzteil. 1600 Watt müssen erstmal reichen. Schon wieder ASIC Miner. Wie viele Kassen es hier einfach gibt. Weil hier, das sind Festplatten, ne? 64. Na, 128 SSD müsste auch erstmal reichen. Noch mehr Arbeitsspeicher. Ein i7. Ein i3 hier reicht total. Und jetzt brauchen wir noch GPUs. Was haben wir hier für eine 2080. Was ist teuer? Gibt es keine kleineren? Außer diese riesigen Scheißteile? Eine 1070 hier. Eins, zwei, drei. Fangen wir mal mit 3 Stück an. Nicht hin irgendwie. So, wir stellen den erstmal hier hin, würde ich sagen. Ein bisschen näher. Hier hin. Oder warte mal, wir stellen den da gleich hin. Ich würde sagen, wir bauen den hier erstmal zusammen. So, Mainboard. Kommt hier rein. Hier ist der Prozessor, der kommt hier rein. Festplatte kommt hier rein. Das Netzteil kommt hier rein. Der Arbeitsspeicher kommt hier rein. Eins, zwei, drei.
Wie kann ich jetzt die Kabel verbinden? Jetzt die Frage. So höre ich ja. Hör gar nichts, warum? Na egal, guck ich die nächste Folge. Soll ich jetzt noch eine SSD kaufen? CPU-Kühler ist ein bisschen, wo ist denn der? Hier sind die CPUs. Hä? Wo ist denn dieser blöde Fick-CPU-Kühler? Oder muss ich den da wirklich so draufsetzen? Hier, X-Door-Kühler, so. Noch mehr? Scanning Hardware. So. Naja, ach, das ist jetzt nur so nicht so die Welt, aber egal. Okay, funktioniert nicht. Dann machen wir das anders. So. Wofür auch immer die Teile hier da sind, das verstehe ich bis jetzt noch nicht. Dann. Stellen wir die erstmal hier hinten hin. Installieren immer wieder. Ich weiß, dass man nicht auch so sehen kann, was da auf dem Laptop so vor sich geht. CDU-West. Wow, wie viel. Bald werden wir auch sowas hier haben. Muss jetzt natürlich auch nicht schlecht. Sieht aber eher aus wie ein Gaming-PC. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was wohl irgendwann noch hier drin ist, das würde mich mal interessieren. Mal wieder ein bisschen Geld dazu bekommen. Ja, und viel kannst du hier jetzt nicht machen. Kann ich meine Wände ändern? Das will ich aber gerade gar nicht.
Eine Temperatur, ja. Alter, wie wenig. Hey. Wir könnten uns aber bald mal andere Spiele angucken, ja? Ich bin nämlich gerade ein bisschen gucken, ob es noch andere Bitcoin-Mining-Simulatoren gibt. Ja. Dann würde ich sagen, ist das erstmal, ach, müsste das immer für die erste Folge gewesen sein. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sagen wir bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski.